So, willkommen zurück. Heute mal oder jetzt gerade mal wieder allein auf dem Server, denn allein kommt man besser zu Sachen. So, was habe ich in der letzten Folge gemacht? Ich habe hier noch Offscreen, meine Fältchen angelegt. Habe Offscreen, jetzt muss ich ganz kurz was gucken. 60 FPS, ja. Rahmen ist auch gut ausgelastet. Habe hier wieder. Ja, das Eisen durchlaufen lassen. Ihr seht, das ist sehr viel Eisen. Das sagt ja alles. Jetzt müssen wir erstmal kurz das Blut wieder rausholen. Das sind auch 100 MB. Das reicht, glaube ich, nicht aus. Nein. So, dann hauen wir da erstmal die nächsten Erze rein. Und ihr seht, das ist eine ganze Menge. Ja. Was sagt man dazu? Geil. Ich glaube, ich bin der Einzige gerade auf dem Server, der so viel Erze hat. Du bist ab sofort mein Maskottchen. Hier musste ich natürlich auch mal aussortieren, denn das ging mir alles auf den Sack, was hier eingesammelt wurde. Das wollte ich jetzt nicht, aber gut. Das Reed kann weg, der Zucker auch. Ihr kommt bitte hier rein. Warum sind da weiße Lootbeutel? Ich habe hier auch schon ein bisschen zusammengecraftet, wie man sieht. Ich bin wieder auf Epic Loot Bags gegangen. Ja, ansonsten hier ein bisschen Netherrack hergestellt und Endstone. Das müssen wir auch noch klein machen und durchsieben. Unsere Erzfarm, ja, ihr seht es. Ja, ich kann mich nicht mehr retten vor Erzen. Oh, okay, da muss ich wieder Yellorium nachgießen. So, wir haben die ersten 100 Blöcke. Wir stellen jetzt noch ein bisschen Stahl her, versteht sich. Brauchen wir nämlich auch demnächst wieder. Hier haben wir Eisen. Ja, das ist jetzt. Ich würde das halt auch gerne automatisch rausfiltern lassen und nicht immer nachgießen. Aber egal. 3 Stacks werden hergestellt. So, das da rein. Ich brauch die Kohle vergessen. Ah, die holen wir uns gleich hier hinten raus. So. Und jetzt müssen wir uns nochmal schnell ein, zwei Tanks bauen. Oder drei besser gesagt, denn das geht gar nie. Nein, den einfachen. Eisen, Eisenzäune, Glas. Glas. Wo ist mein scheiß verficktes Glas hin? Und wo sind meine Eisenzäune hin? Würde ich mich verarschen? Ja, ihr wollt mich verarschen. Ernsthaft? Egal, ich habe genug Eisen. So, und Glas kann ich mir auch ganz schnell besorgen. Was habt ihr jetzt davon? 1, 2, 3 brauche ich bloß. So. Einmal Zäune herstellen. Wir brauchen 2, 4... 4, 8, 12, das reicht vollkommen aus. So. Genau, ein goldenes Lasso wollte ich mir auch noch herstellen. Achso, hier kann ich auch anfangen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Ach, da sind sie. Schau mal einen an. So eine Scheiße. Das da rein, dann haben wir die auf jeden Fall schon mal. Denn wir haben hier eindeutig zu viel von diesem Öl von Immersive Engineering. Das ist nicht gut. Insert. Insert. Und da muss es natürlich auch rein. Insert. So, jetzt brennt es hier natürlich auch wieder schön durch. Das gefällt mir. Das Eisen legen wir erstmal hier rein, damit das safe ist. Ja. Das lassen wir aber hier in Dings rauskommen, denn das wird jetzt alles nebenbei passieren. Dann habe ich schon wieder Hühnerscheiße eingesammelt. Wir holen uns erstmal ein paar XP. Schon wieder Hühnerscheiße und schon wieder ein Ei. Und schon wieder Maskottchen. Läuft bei mir. So, goldenes Lasso. Wo habe ich das Zeug reingeschmissen? Hier. Das. Und das. Das müsste, glaube ich, genau so gewesen sein. Nein, okay. Dann so. Denn ich habe ja meins den anderen drüben gegeben oder überlassen. So, jetzt wollen wir mal gucken. Du bist ein Flint-Chicken. Hallo? Egal, dann holen wir euch erstmal so hier rüber. Hui. So. Ihr werdet schon irgendwas produzieren und wenn nicht, dann töte ich euch eben. So, hier das Holzhühnchen kommt auch hier rüber. Die Schweinebacke kommt hier rein. Da hinten war noch ein Holzhühnchen. Komm her. So, mit dem Mod muss ich mich auf jeden Fall nochmal beschäftigen, denn ja, irgendwie werden da Sachen gemacht, mit denen ich mich noch nicht auskenne. Warum habe ich hier so viele Schafe, bitteschön? Das ist das Schweinchengehege. Für meine Koteletts. Da war noch ein stinknormales Huhn. Du kommst bitte in dein Gehege. So. Mack, 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 mack. Das sind ein paar dumme Kackviecher. Hier komm rein. Rein, das brauche ich erst, wenn ich das golden lasso. Kommt erstmal hier rein. Dann wollte ich die Felder hier hinten erstmal weiter bestücken und nebenbei abernten. Das ist sehr schön. Ich werde mich in diesem Projekt auf jeden Fall jetzt nach und nach auf die ganzen Sachen konzentrieren. Hauptsächlich erst einmal auf die Erze und Maschinen, dass das läuft. Danach auf eventuell diese Mod, dann auf diese Hühnchen-Mod, dann auf Botania. Und ich werde nicht mehr alles kreuz und quer machen, denn dann blicke ich selber nicht mehr durch. Bin ich ehrlich. So, dann brauchen wir dafür ein Filter. Ich brauche Leder. Ich möchte später auch noch ein Bücherregal haben. Wo habe ich hier mal ein Papier? Ich brauche aber ein paar mehr. Da haben wir. Und ich suche meine Hopper, die ich natürlich, ich wollte schon sagen,
nicht mehr besitze. Ist auch nicht schlimm, wird neu hergestellt. Und zwar so hier. Und dann möchte ich irgendwann die Insel umbauen, und zwar so im Steampunk-Style. Das soll dann so schon eine kleine Erinnerung daran sein, dass bald mein Steampunk-Projekt an den Start geht. Es ist geplant, es wird vorbereitet, es wird getestet und ja. Bin ich bescheuert? Aber ich glaube, wenn ihr die Folge seht, ist das Steampunk-Projekt schon draußen. Ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, wenn ihr die Folge seht, ist Steampunk schon am Laufen. Beziehungsweise es läuft gerade an. Ich will jetzt auch nicht meinen Mund zu voll nehmen, weil ich auch nicht weiß, wann die Folge kommt. Aber ich bin der Meinung, dass es dann schon läuft und da kann sich jeder whitelisten lassen, der möchte. Es ist ein 10 Millionen Slot Server, also ich kann so viele Slots freigeben, wie ich möchte. Und ich denke mal, das wird jedem zusagen. Es soll nämlich ein großes Projekt werden. So, jetzt stellen wir Leder her. Das ist nice. Na, die Eier kann ich doch hier auch reinschmeißen, oder? Tatsache. Noch mehr Erde. Das da kann ich da reinschmeißen. Das da. Das da. Das hier, da nehme ich mal nichts raus, vorsichtshalber. Da haben wir noch ein bisschen Hühnerkacke, das Hühnerkacke. Da sind noch Eier. Ja. Das Rottenfleisch kommt da rein und hier kommt der andere Mist rein. Wieso verarbeitet er die Saplings nicht? Egal. Dann löschen wir die einfach. So. Ja, ne? Das wird halt einfach auch wirklich nicht weniger. Ach, wir lassen die hier auch an. Und hier ist immer noch so viel drin. Aber gut, soll mich nicht stören. Je mehr, desto besser. Dann. Da ist die Schmiede. Ach, halt's Maul, Enderman. So, jetzt bist du nicht mehr so laut. Da kommen noch ein paar Lebensmittel und Agrikulturpflanzen hin. Bäume. Genau, wir werden hier hinten jetzt die. Moment mal. Kann ich das nicht hinter den Tierchen? Nee. Wir werden hier jetzt die Bäume pflanzen. Uah, du vermaledeites. Was? Komm her. Du feiger Wichser, du. Deine Augen, ey. So. Willst du mich verarschen? Hör auf dich wegzuporten. Was jetzt davon? Hier kommen jetzt die Dings hin. 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ne, wir lassen 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hier kommen die Bäume hin. Beim letzten Sky-Projekt habt ihr das ja auch bestimmt gesehen, dass ich da eine immens große Baumfarm hatte. Die wird sich hier kleiner halten, ne? Da ich halt komplett alleine bin. Und ja. Ich von vornherein eigentlich auch nicht so viel Holz brauche.
Hier, weg damit, weg damit. Und Holz habe ich ja noch genug. Und zur Not stelle ich mir den Melvin ein, der für mich Holz farmt. Hier, können wir die hier gleich zumachen, denn hier soll später Botania hinkommen. Ich kenne mich teilweise mit Botania aus, aber nicht so gut, dass ich das den Mod instant durchrushen kann. Möchte ich ja auch nicht. Ich möchte mir da schon die Zeit nehmen und mich so ein bisschen vertraut machen damit. Jetzt müssen wir mal zählen. Das sind 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Und hier kommt dann die Absperrmauer wieder hin. Genau. Da ist das 4 mal 4. Das ist schön. Das habe ich gar nie gesehen. Dass das offen ist. Wobei, wir lassen die so hier. So, so, so und so. Hier drüben, die machen wir wieder zu. Beziehungsweise, ne, die kann ich offen lassen. Hier kommt die Mauer hin. So. Dann setzen wir noch schnell das eine dort. Fehlen ja nur noch zwei Stück. Das ist aber kein Problem. Das snacken wir uns ganz schnell wieder raus. Da das Holz hier rein. Hier haben wir das. Wo haben wir die Steinzäune? Die haben wir da. So. So, das Dirt und die Saplings. Ich werde mich schon auf das eine Holz konzentrieren und nicht hier alle möglichen Sorten anbauen, denn das ist mir dann auch wieder zu umständlich. Ja, das reicht dann für Botania und eventuell noch für was anderes, kleineres. So, das Tor dort baue ich später rein und ja, da sind zwei Hühnchen abgehauen, die fange ich gleich ein. Das mache ich jetzt aber offscreen und wir sehen uns zur nächsten Folge.